Der Zweck unserer Studie war es, einen neuen prognostischen Score zu erheben für Patienten mit Hirnmetastasen vom kleinzelligen Bronchialkarzinom, um gegebenenfalls Subgruppen zu identifizieren, die von einer anderen Therapie wie der Ganzhirnbestrahlung profitieren, wie beispielsweise einer stereotaktischen Bestrahlung. Grundlage für die Studie waren prognostische Scores, die wir anhand einer retrospektiven Datenbank zusammen mit der Thoraxklinik Heidelberg entworfen haben. Das Ergebnis ist der sogenannte BMS-Score, den wir auf dem Krebskongress präsentieren. Wir konnten zeigen, dass der BMS-Score im Vergleich zu gängigen Prognosefaktoren günstiger war, zum Beispiel im Vergleich zur RPA-Klassifikation oder zum Disease-Specific GPA-Score. Außerdem konnten wir eine Subgruppe identifizieren mit dem kürzesten Überleben und dem längsten Überleben im Vergleich zu den anderen Scoring-Systemen. Und wir werden diesen Score auch prospektiv evaluieren im Rahmen einer Studie, der sogenannten Encephalon-Studie, die Ganzhirnbestrahlung gegenüber Stereotaxie beim kleinzelligen Bronchialkarzinom vergleicht.